Kaum wurde alles außer das Banjo, die Trommel und das Sprachrohr zurückgesetzt. Ich weiß mal, das war mal vor Ewigkeiten, da wurden einige Gegenstände mal zurückgesetzt, vor Ewigkeiten, wie gesagt. So, was gibt's denn jetzt schon wieder in der Season 6? Aber, ja. Aber ja. Das war vor Ewigkeiten. Du warst ja jetzt schon seit 1000 Jahren nicht mehr drinne. Hast du nicht gesagt, du musstest einen neuen Charakter erstellen? Ja, irgendwie ist das komplette noch irgendwie kaputt gegangen. Ja. Bin jetzt 29, 45. Ja, der ist schon schick. Also für Legenden, denke ich mal, ein schickes Accessoire. Na? Weil das kann jeder tragen. Kannst du schon wieder reinkommen, aber komplett eingerostet. So. Bin mal gespannt, wo bist denn du? Wow, du hast ja dein Geschlecht transferieren lassen. Ich, mir war das zu blöd, da ewig durchzusuchen. Du hast dein Bart verloren. Den kann ich mir lustigerweise wieder anhängen. Echt? Ja. Das geht. Ja, das wäre wieder zum Bärtegal. Kannst du auch eine männlichen Piratenkleid anziehen. Okay, okay. Ja, ja gut. Ich dachte aber nicht, dass das mit den Bärten auch geht. Ja, die habt einfach irgendwas gedrückt und dann haben wir jetzt groß und Schnuppel. Ja. So, alles allererstes will ich wissen, was es jetzt beim Schiff wieder gibt. Ist aber dein Level zurückgesetzt worden? War das schon nee, sehr. Nee, das ist nur der Charakter, den ich neu erstellen musste. Sehr also, komisch. Das Aussehen. Weiß nicht, was da los war. Sehr komisch, dass du da einen neuen erstellen musst. Meine Befürchtung hat sich auch bestätigt. Wir sind zum mächtigen Piñata-Set von der Antike. Das neue Legenden-Set. Gut, das hole ich mir nicht. Ui, ja, ich seh's. Schön und gut auf Antik gemacht, aber... Ja, die Idee dahinter ist nicht schlecht, aber... Tut mir leid, ich will damit nicht rumfahren. Dieter. Ich will unauffällig fahren. Und wenn dann, wenn es sein muss, dann hat schon das Dark Adventurer Set, aber... Ja, wollte ich gerade sagen, da macht jetzt sogar das Dark Adventurer wieder mehr Sinn. Lieber 50 Millionen ausgeben. Ja, aber tut mir leid. Ich mein, ja, die Antiken, das hat... Das hätte ich mit der Quest verbunden, was war das bei den Faden? Ja, weiß, bei den Legendenfaden, das wäre schön gewesen. Ich habe einfach den NPC hingestellt, hat er dieses Set verkauft, wäre alles okay gewesen. Also, mir gefällt schön und gut, ne? Es gibt auch sehr viele Skins, wo dazu passen, ne? Aber wenn ich die Wahl, also ich persönlich, ne? Zwischen Dark Adventurer oder, ne? Oder jedes andere Set. Aber das ist mir halt der Zeitaufwand nicht wert. Oje. LOL. Wir haben hier unten einen anderen Spieler. Bist du noch da? Ja, ich bin noch da. Pass mal auf, hier ist ein anderer Spieler. Soll ich vorkommen? Nee, ich mach ihm los, weil der hat gerade mit einem Sniper auf mich gezielt, hat aber Gott sei Dank nichts gemacht. Wollte es nur mal gesagt haben. Ich sehe es, der hoppt jetzt bei mir rum. Antike Donnerbüchse gibt's natürlich jetzt auch. Ja, das Set gibt's. Okay, okay. War klar. Ja, wenigstens netter. Noch. Noch, ja, das stimmt. Ich bin, auch wenn ich lange nicht mehr drin war, immer noch sehr skeptisch. Ne, es ist ja verständlich. Guck mal. Seefahrten Piraten dort durchstöbern. Ah, die werden direkt angeboten. Schönes Ding, schön. Schön, werden direkt als normale Fahrt angeboten. Ich nehme mir mal eine direkt, okay? Jo. Ka-zing. Okay, sehr schön. Ich traue den Typen nicht. Wahrscheinlich kommt gleich ein zweiter und noch ein dritter. Da werde ich mir von hinten erschossen. Nee, also muss keins. Mehr sieht man natürlich, wenn man keins dran macht. Jetzt kriegst du eins, jetzt wurscht. Eines der metrischen, Ding ist so Lacke. So Flagge, so fünf Flagge war ja wieder auf dem Schiff selber. Hilfe, ich kenn mich nicht mehr aus. Komm, Sabotte, du wirst erstmal gucken, wenn du unter Deck gehst. Ne, ich meine, dass das Gefängnis weg ist, weiß ich. Ja, aber. Musst du auch im Bett drin, ist okay, aber sonst ist ja normal geblieben. Ja.
Quasi. Das wusste ich noch. Ja, aber das hast du noch nicht. Weil ich aber echt sagen muss. Gesehen. Das Gefängnis hier, die Brick, war komplett für den Arsch. Ja, ganz ehrlich, du kannst dich ja hier nicht gegenseitig hier einsperren. Mehrheitsprinzip, wir sind nur zu zweit. Tja. Ja, ich hätte gerade rum. Ja, ja, das sind die neuen Indikatoren, wenn Wasser reinläuft. Ja? So. Da würde ich ja sagen, wenn ich jetzt mal Katze hole, frisst die genau. Weiß ich nicht, mach mal das. Könnte man Jack auch mal wieder raus tun. Friss. Ich glaube, deine Katze ist kaputt. Das hatte gerade von dir weggelaufen, Adam. Du hast deinen Job nicht erledigt. Du hast deinen Job nicht erledigt. Du bist ein Predator. Flieg in Frieden, mein Freund. Warte, da ist ein Vogel. Da ist ein Vogel. Greif den Vogel, Kätzchen. Da fliegt sie. Denke schon gut an. Was? Blutsignalfeuer, weißes Signalfeuer. Ja, das sind die Dinger. Ich hol mal Jack raus. Wollen wir erstmal zum Vor noch wieder aufmilzenieren, fände ich besser, als jetzt direkt die Fahrt zu starten. Ja, ja, würde ich auch machen, weil hier war ja nur Kacke gefühlt. Deswegen würde ich gleich sagen, Vollgas! Hidden Spring Keep gleich im Westen. Ei, ei! Ich kümmere mich mal kurz um die Fahrlacke. Mensch, du, die Segel sahen auch schon mal besser aus. Welche Segel war das jetzt nochmal? Ja, das sind die von der Black Pearl, glaube ich. Das kann sein, ja. Irgendwo gab es nur zerrissen. Nee, also die Segel, das war schon geil, ne? Also das macht sich schon. Nee, nee, auch die Kanonen von der Queen Anne's Revenge. Nice. Also es ist schön, dass man sich schon zusammen taxeln kann auf verschiedenen Sets. Oh. Was ist denn das für eine Flagge? Oben eine Flagge. Okay. Jetzt noch wieder nehmen, Knochenmalmer. Knochenmalmer, ja. War wir auch schon lange nicht mehr. Ich muss wieder das Movement rauskriegen hier. Ach, da habe ich keinerlei Bedenken, mein Freund. Nehmen wir Sprengfässer mit oder lassen wir's? Schwierig. Wenn dann auf dem Mast hoch. Der ist sowieso. Ja, weiß ich nicht, vielleicht sagst du diesmal alles in den Keller. Weil ich nehme mal an, dass wieder Geisterschiffe sind bringe und sie sprengt das halt wirklich viel. Ja, das ist halt auch wieder. Würde ich dementsprechend lieber mehr vom Rest mitnehmen. Wer hat nur. Hast du dich leer gemacht? Ja, natürlich. Ja, da weiß ich ja nicht. Wer nur schön gegen Spielerabwehr, weißt? Ja, cool, Sea of Thieves, betritt Insel. Ja, du kriegst jetzt für alles Belohnungen. Ich glaube, hier war ich. Ich bin ewig nicht mehr drin, weil mir hat halt wirklich Sea of Thieves einiges. Das war Spirit, oder? Ja, das war ich. Ich habe mich rübergeschossen. Zu faul. Ist das schon wieder bequem geworden? Ah, ja. Ja. Ich bin Rentner hier, Junge. Tresor ist offen. Mal reingucken. Alles leer. Ja, wieder raus. Ja, das waren noch früher Tage, wo die Tresore noch zufahren. So. Hier gibt's lecker Schmeckeressen. Hui. Übrigens kann ich den Sword Launch noch. Ja. Also wie gesagt, spieltechnisch wirst du nicht viel Unterschied zu früher merken. Also das waffentechnisch, ich glaube, Schwert macht ein kleines bisschen mehr Schaden. Ah ne, 25%. Ich glaube, das hast du auch noch miterlebt. Achso, ja, und die Dinge habe ich auch noch nicht so ausprobiert. Wie soll man angeblich Kilometer weit sehen? Ja. Das war's? Ja, mehr nicht. Ich bin enttäuscht. Ich muss kurz mal kurz gucken, was für ein Charakter das eigentlich geworden ist. Ja, wäre das sogar. Ja, ich find's lustig, ich musste ihn nicht neu einkleiden.
Nicht nur ein Kleid. Ja, das, nee, deswegen dein Zeug, was du anhattest. Also ich dachte, jetzt hat er sein Zeug genauso wieder angekleidet wie damals, aber. Ich sollte halt einfach, ich war halt im Erstellungsmenü. Ich dachte, hey, was ist? Warum bin ich hier? Ah. Hab nochmal neu gestartet. Wir waren wieder nur in das rein. Ich halt einen neuen Charakter ausgewählt. Ich dachte, wenn jetzt alles weg ist, wäre natürlich richtig mies. Hm. Bin dann rein. Und ich dachte, okay. Mein Zeug ist noch da. Komisch, also von sowas habe ich echt noch nie gehört. Ich habe mit dem Supporter mal geredet und gesagt, naja, kann sein, weil ich mal auf diesen Charakter geklickt habe. Und da ist anscheinend irgendein Fehler drin, dass da ein Kauf dann verifiziert wird, auch wenn du ihn nie abgeschlossen hast. Mir wurde auch nichts abgeschlossen. Ich hatte gar keine Münzen, also demnach. Ja. Haben sie mich dann gefragt, ob ich den wieder herstellen möchte, wenn ich noch weiß, wie er ausschaut. Er hat es drauf geschissen, ich sehe ihn ja eh nicht. Ja, das ist immer auch das Nächste, ne? Was leider traurig ist. Ich meine, vielleicht habe ich ja Glück und die Silhouette ist kleiner und die Hitbox ist kleiner, also wer weiß. Vielleicht, ja. Ich habe noch mehr Feuerwerk. Eigentlich hättest du einen ganz dicken Charakter nehmen müssen. Genau, dass man nicht mehr weiß, wo man hinschlagen muss. Ja. Das ist auch so ein Ding, nach 40 Jahren gefühlt immer noch Hitboxkampf. Wow. Mal sehen. Palim, palim. Oh, der Piratenlord. Das finde ich geil. The quest you're about to embark on isn't about gold or even glory. It's about protecting the life we hold dear. This is the veil of the ancients. It holds the power to open a permanent doorway to the sea of the damned. With this power, the boundary between our sea of thieves and the sea of the damned is no more, and memories can become real. However, to use this power, the veil must be reunited with three stones that were taken from it long ago. There are others seeking the stones, so you will need to act fast. Mach mal ganz kurz den Anker hoch. Es nähert sich ans Gletscherschiff. Hab keinen Bock, dass es jetzt hier reinbackt. Everything you need to know is in your quest book. Good luck. I'm counting on you. Okay. Vielen Dank, Piratenlord. Ich trau dir das Gletscherschiff nicht. Wir machen das nicht wegen dem Gold. Na gut, dann gehen wir halt wieder. Ja, genauso wie dann die Fahrt damals, die Tortail mit dem Schleierband. Man macht es nicht wegen des Goldes. Hast du schon alles markiert, du Schlawiner? Ja. Sowas hier, ich habe mir noch nicht mal das Buch angelesen, dann steuern Sie mal. Guck ich mir erstmal das Buch an. Okay. Ba, 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 ba. Schade, dass Duke halt wirklich so zu Flame hat mittlerweile. Den habe ich eigentlich recht gerne mal gemacht. Die Larina mag ich irgendwie nicht so. Larina ist halt. Man hat ja gemerkt, es wurde eingestellt. Hm. Warum bloß? Du steuerst schon, oder? Nein. Mann! Ich bin nicht am Steuer. Ich hab doch meinen Fehler teilen. Ich bin der Captain. Meinst du, guck mal, was wir hier vorne liegen haben. Was haben wir denn vorne liegen? Oh. Aber wen hast du jetzt hier schon wieder umgebracht? Die arme Sau. Oh, passt doch in die Richtung circa, oder? Ja. Norden halt. Ja, ein bisschen. Ich hab mir das Buch noch nicht durchgelesen. Tut mir leid, ich hab zugehört, was der sagt. Ja, jetzt boxt es mir nicht rein, zwei. Mach mich nicht kirre. Übrigens, diese neuen Fors sind bei weitem nicht so gefährlich wie ein Vulkan. Bei weitem nicht. Bla 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 bla, drei Stücke. Ja, ähnlich wie
Schleierbahn. Ja. Fühlt sich vielleicht noch wie eine Vorgeschichte vom Schleierbahn an. Oh, weiter geht's nicht mehr. Okay. Wurde zuletzt westlich von Scurvy Eyes. Okay. Wow, du hast auch einen Kompass. Ich habe auch einen. Nee, das ist die Uhr. Irgendwo hier muss ein Drag rumkollern. Ei, wahrscheinlich ist es. Nee. Das kann schon das Wrack sein. Ja, vor uns ist eins. Ja, das. Ich würde da mal halten direkt. Ich nehme mal ein bisschen Fahrt raus. Mensch, diese Crew funktioniert noch. Ja, das ist ein weißer Rumpf. Das ist definitiv kein normales Schiff. Und es liegt mit dem Rumpf zum Wasser nach oben. Also normalerweise schaut der Wender nur die Spitze oben das raus. Gibt's auch öfters. Hatte ich auch schon öfters. So, mal kurz Umgebung checken. Siehst du was? Nein, ich ziehe uns mal ein bisschen näher ran. Jo. Ich sehe kein anderes Schiff. Scheint sicher zu sein. Munition voll, Essen voll, Kanonenkugeln voll. Ich würde mal kurz Anker runterschmeißen. Und wir stehen. Ab in die Tiefe! Oh! Ja, Haie! Lol, Instant. Schieß ab! Wie der Instant zu dir kommt. Der mag dich. Aber die Haie halten auch mehr aus, habe ich das Gefühl. Hier sind Blubberblasen drin. Blubberblasen im Schiff. Ja. Yep. Okay. Ah, okay, daran muss man sich ein bisschen gewöhnen. Ressourcen. Lol, guck mal diese Lampe hier an. Ich versuche jetzt die Lampen halt kopfüber hängen, was eigentlich keinen Sinn macht. Ja. Und die, vor allem, dass die halt leuchten. Okay. Okay. Zurück, hab was gefunden. Das ist ein halbes Wrack. Du hast was gefunden? Gefunden. Ja, ja. Brauchst du viel Geld? Ich brauche eigentlich wenig Geld. Ich meine, ich mache das mal hier. Aber was ist denn das für ein Schiff? Hier steht. Boah, ich kann es jetzt gar nicht lesen. Grim Fortune. Grim Fortune. Grim Fortune, ja. Also, da müssen wir, ich glaube, irgendwann ein Schiff finden. Jo. Zumindest siehst du es so im letzten Video, was sie gehabt haben. Du spoilerst mich! Schlawiner. Ich geh mal zum nächsten Schiff. Aber warum leuchten hier die Lampen? Sind ja gut abgekapselt, ne? Ja, aber trotzdem, das triggert mich so. Du weißt keine, wie unglaublich mich das triggert. Was ich halt nicht verstehe, warum die halt überhängen, weißt du? Das macht unter Wasser wenig ja. Sinn. Queens wir haben hier noch ein Schiff. Envy. Oh, da ist wieder so ein Stein. Revenge. Warte, du hast ein Queens-Schiff, ich hab hier ein Revenge. Oh! Man kann auch jetzt hier in den Wracks die Schubladen aufmachen. Naja, brauchst du ja, wir müssen hier was suchen. Oh ja, ja, ja. Nimm halt mal alles mit. Also schön, schön cool, dass es solche Wracks jetzt, dass es so das so gibt, ne? Aber die Lampen triggern mich schon. Was war der Blubberblasen hier? Interessant, wie die sich so über Wasser halten können. Ja, man. Das haben wir von der Optik her schön gemacht, muss man ja lassen. Ja, das sag ich nicht. Es ist ja nicht alles schlecht, was Rare macht. Das sag ja keiner. Was haben wir denn hier? Kiste mit Gewürzen, braucht keiner Munition. Gewürze sind teuer! An Hut ziehen, haben wir gut gefunden. Ich geh mal zum letzten Schiff. Mal sehen, was das für ein Wrack ist. Fehlt sogar der Mast, alles weggeschossen. Crimson Revenge. Bin ich gerade drin. Ja, ist er drin, dann gehe ich halt wieder zu Queen Anne's Revenge. Oh, darunter ist noch ein Schiff, dann gehe ich noch weiter runter. Hahaha. Wie tief geht das, Alter? Schön, dass die Luftblasen eingebaut haben. Oh. Müsstest du jetzt wieder hochtauchen? Ich hätte es zugetraut, ganz ehrlich. Golden Star ist die letzte. Wow. Wow, 22 Gold. Hat sich gelohnt. Und der Matrose hat auch seine besten Tage hinter sich. Überblasen! Geht's noch tiefer runter? Nee. Also die Golden Star ist das letzte Schiff. Überblasen!
Blasen, Blubber. Blub, blub, blas. Eieieiei. Es gibt hier unten ein paar Sachen, die man halt wieder öffnen kann. Ja. Finde ich auch schön, ne? Ein paar Möbeleinrichtungen. Es wäre auch schön, wenn man solche Sachen für sein eigenes Schiff haben könnte. Ja, besonders wenn man sieht, es sind Computersachen. Also, ja. Die Kommoden sind zum Beispiel so reingesetzt, die Betten, aber ist ja per se nicht schlecht. Ja, ich finde. Geh nochmal zu dem grünen. Warte mal, da hinten ist noch. Macht das Schiff halt ein bisschen voller. Das halbe Schiff, wo warst du schon drin, oder? Nee. Die, in der Queen war ich noch nicht drin. Da war ich nur mal kurz geguckt. Oh, ich ertrinke. Es wird dunkel. Es wird dunkel. Luft. Oh, hier ist ein Schatz. Schiff, in der Nähe. Ein Rubin. Rubin ist mehr wert wahrscheinlich als so ein eigentümliches Relikt. Ich hab hier nochmal eine opulente Kuriosität. Granatapfel. Ich habe hier noch nicht viel gefunden. Spielbox? Oh! Okay. Spielbox. Oh lol. Oh lol, ich hab was Schönes gefunden. Hast du was Schönes gefunden? Noch was? Das, was wir brauchen? Nicht was wir brauchen, was aber auf jeden Fall Geld wert ist. Oh! Legendenkram. Oh! So Gewürzbox oder was war? Knochenstaub oder was? Ja, Knochenstaub müsste das sein. Kiste des legendären Seefahrers. Schön. Ich schwimme mal hoch und guck mal, ob ein garstiger Hobbit kommt. Ich bin gerade auf dem Schiff. Okay. Dann so. Ein Schiff zu sehen. Jetzt hole ich mal diese opulente Kuriosität. Ja. Ah! Deine Katze hat mich erschreckt. Wieso, taucht die mit? Ja, wow! Unten, oben, rechts, links. Erstes Untergeschoss. Da ist dann in der Nähe von den Blubberblasen ist dann ein Schädel und der Schlüssel. Also das Beil ist noch nicht. Ne, hier ist der Schädel. Hier, bei mir, hallo. Ah, da, hier. Okay, ich sehe. Da ist der Schädel. Okay, dann nehme ich den Schädel. Und da ist der Schlüssel. Oh, okay, gut. So, das heißt, wir können jetzt zum weißen Schiff gehen und da aufmachen. Glaube ich. Aber ich gehe erstmal rauf, ich will erstmal wieder Luft holen. Ei. Und ich lege den Schädel erstmal bei uns rein. Wir haben schon mal zwei gute Gegenstände. Also das ist schöner Loot bis jetzt. Ja? Und es ist halt mal was anderes zu den normalen Legendenfahrten. Okay. Kein Schiff zu sehen. Und vom Blut her, also das ist schön. Das ist mal ordentlich, du. So, Captain's Kajüte aufmachen. Kajüte capped. Lass dich auf jeden Fall auch mal. Willst du aufmachen? Ja, nee, mach mal auf. Junge. Ja, aber du wieder was durch deine Kamera siehst, ja, du Schlawiner. Belobigung. So, oh, hier alle. Ein Ritualschädel, okay. Oh, Gold. Ein garstiger Schädel, das ist unbedingt, was jetzt wollte. Oh, ich glaube, hier ist unser Gegenstand, den wir brauchen. Ja, yep. Die Truhe würde ich mitnehmen. Artefakt des legendären Hungernden, lol. Und ein Schleierstein. Wir brauchen wahrscheinlich den Schleierstein. Wir nehmen die ganze Truhe mit. Ja. Ich nehme mal den Schädel des antiken Vermögens mit. Ja, wir müssen tauchen hier nochmal ab. Ja, wir holen die anderen zwei Sachen mal. Wenigstens das Schiff nicht ganz unten. Das finde ich gut. Stell dir mal vor, du bist nicht ganz, ganz unten und müsstest das alles mal nach unten. Hatten wir ja auch schon mal. So. Das ist schon ein schöner Loot. Kannst du ja mal die Beute angucken. Nehme ich noch den Garsting mit. Hier schaut immer eine Kommode. Und jetzt haben wir unten eigentlich nur noch. Ja, zwei Sachen. Kiste mit unverarbeiteten Gewürzen, okay. Der klebt an der Decke. Ja, und wir hatten noch eine opulente Kuriosität, also. Ja. Und ganz unten liegt noch ein Meerjungfraustein, blauer. Aber ich glaube, den lassen wir, oder? Ja, ich nehme jetzt alle die opulente mit. Aber du kannst dir nochmal runter und die Gewürze holen, wenn du willst. Aber das sind unverarbeitete, ich weiß gar nicht, wo man die abgeben muss. Ja, das Zeug ist doch wahrscheinlich wieder Händlerzeug. Wahrscheinlich, weil unverarbeitete kenne ich halt wirklich nicht. Ich kenne halt nur feine Gewürze.
Nee, aber es ist so eine Kiste, die typisch für Händler ist. Ja. Flyerstein aufnehmen. Artefakt ist für legendären Hunger und legendärer Segen. Ja. Nehmen wir den Schleierstein raus. Ah, jetzt haben wir ihn auch entdeckt. Der hält den auch richtig schön. Jetzt kann ich den. Willst du den platzieren? Soll ich den platzieren? Nö, 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 nö. Platzier, hau rein, Junge. Bauen wir noch rein. Ist keinem aufgefallen? Kannte jetzt auch gerade. Ah, das hoffe ich auch. Oh, wir haben neue Seiten bekommen. Yep, Smuggler's Bay. Smuggler's Bay! Ei, ei. Das ist streckentechnisch gegenüber vom Bogen von Smuggler's Bay, also ist er wahrscheinlich bei der Brücke. So. Also am Eingang, wo man durchfahren kann. Ei, ei, du liest hier schnell durch. Ich höre mir ja schon die Story an, alles. So, so. Ja, so, so war's ja. Bla, 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 bla. Einmal Westen. Langt es mal ein. Ich lese mal kurz ein bisschen hier durch. Wenn wir dann in die Nähe von den Verkaufsmöglichkeiten kommen, würde ich sagen, gehen wir mal ab, ne? Ja, würde ich sagen, weil der Loot, der lohnt sich schon. Dann schauen wir unsere Kontostand davor an. Und